Der versucht zu knifen. Was ein Vogel, ey. Er ist so retarded. Paddleplay, can you boost me? Paddleplay! Und dann kommt er nicht hoch. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking. Ich weiß, endlich ist es wieder soweit. Ja, ist schon gut. I go B. Also ich bin mit dem einen zusammen auf B, ist schon mal gut. Komm her. Ja, Schissel, Mann. At least one banana. Maybe two. One is coming. Komm schon, Blau, zieh schnell rüber. Er hätte gar nicht herkommen brauchen eigentlich. Also sie waren ja noch nicht mal in der Nähe des Bots. Incoming. Jetzt sind beide auf A down. Ah, schön gemacht. Shit. Es ist halt ärgerlich, wenn die Leute zu schnell am Pushen sind. Am Rotieren sind, meine ich. Aber gut, was soll der Geiz, oder? Ist ja nur die erste Runde. Oh, komm. Wow. Und dann machen wir das nochmal. Wir stacken jetzt scheinbar. Nee, doch, stacken wir weh. What the fuck, guys? Ich gucke jetzt einfach, dass ich direkt einen Wax snack. Okay, hat gar nicht geklappt. Nein. Oh, da haben sie zwei Mollys aufeinander geworfen. Warum auch nicht? Doppelt gemoppelt brennt besser, ne? Ah, shit. Die Sache mit den Matchmakings ist einfach die, dass, also, warum sie so selten kommen im Moment, weil ich so wenig Zeit habe und sie unendlich viel Zeit brauchen. Und wenn ich sie öfter bringen würde, dann würde das heißen, dass es Tage gäbe, wahrscheinlich ohne Videos, weil der, ja, weil ich einfach keine Zeit habe, 4 oder 3 Stunden für ein einziges Video zu verschwenden, sozusagen. In Zeiten mit extrem wenig Zeit kann ich nicht so viel von diesem extrem aufwendigen Content machen. So ein Matchmaking dauert halt, ne? Alleine schon zum Aufnehmen 40, 50 Minuten, je nachdem wie lange es dann später wird, auch eine gewisse Zeit, also eine Stunde, um es zu schneiden und zu bearbeiten, manchmal länger. Und dann eben nochmal eine Stunde oder zwei, um gerendert zu werden. Das sind dann vorneweg 3 Stunden, die belegt sind hier am Computer. In denen ich nicht viel machen kann, also in denen ich nichts anderes machen kann. One Pit. Und das kann ich mir nicht leisten, wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, dann geht das einfach nicht. Sehr ärgerlich ist es dann natürlich auch, wenn man dann diese Sachen macht, also ich meine, es sind ja mittlerweile bestimmt 100 oder 200 Matchmakings da. Und wenn man die mal vergleicht mit den Overwatches, dann bringen die viel weniger ein. Also egal an was, Wachstum, Klicks, Daumen und so weiter. Also es ist ein riesiger Zeitaufwand für viel, viel weniger Gain wie jetzt in Overwatch. Das dauert nur 8 Minuten. Und 8 Minuten im Vergleich zu 3 Stunden oder 4... Das ist ein Unterschied. Ich meine, das Problem kennt jeder YouTuber wahrscheinlich. Also, na, wenn ich nur an diese GTA-Folgen denke, die göttlich sind, also diese GTA-Playlist, die hier auf dem Kanal ist, mit Big Wallen, diese Online-Folgen, da gingen manchmal 5 oder 6 Stunden in ein Video rein und die sind schlechter gelaufen wie alles andere. Und das sind die besten GTA-Videos, die es auf YouTube gibt. Aber es weiß keiner davon. Das ist halt echt bitter. Die sie gesehen haben, sagen, what the fuck, warum... haben die nicht Trilliarden Aufrufe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich Zeit habe, dann haue ich euch gerne so viel Matchmaking-Videos raus, wie ich nur kann. Aber wenn die Zeit knapp ist, dann kann ich sowas leider nicht so oft machen. Beziehungsweise ich mache dann zum Beispiel Wingman-Folgen, die meiner Meinung nach eh viel, viel besser sind wie die Matchmaking-Folgen, weil sie viel spannender sind, ne, zu zweit und nicht mit irgendeinem Kack-Team, das, ja, wenn ich tot bin, auf sich alleine gestellt ist und dann habe ich eh keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Und im Wingman ist es so, dass man meistens ja dann eh zusammen stirbt oder zusammen gewinnt, also es liegt viel mehr an einem selbst, der Sieg oder die Niederlage am Spiel. Balcony. So, ja. Wie ein Spiel läuft, liegt im Wingman deutlich mehr an einem selbst, beziehungsweise an einem und dem Mate. Und nicht noch an 3 anderen Dödeln, die wer weiß, wie schlecht sind. Oder wie behindert oder aggressiv oder wie auch immer. Deswegen finde ich die Wingman-Spiele eine perfekte Ergänzung für den Content, weil es so spannend, also mindestens so spannend ist wie Matchmaking. Vor allem kann ich euch die Wingman-Teile ungeschnitten lassen oder so gut wie ungeschnitten. Das heißt für euch auch noch mehr Fokus auf das Spiel, ihr verpasst nicht so viel, ne? Also hier habe ich ja doch ziemlich harte Schnitte drin. Weil meistens ja gar nichts passiert. Ich sterbe und dann sterben die Mates halt auch alle, was soll's. Also ich meine, was soll ich da großartig, ne? Fuck. One short, one balcony open. Balcony open. Ach, der dritte, der war leider unbekannt. In mir persönlich hat sich auch echt ein extremer Wandel getan, also jetzt in CSGO. Die letzten paar Spiele, die ich im Solo-Queue gespielt habe, wo ich Aufnahmen für euch herzaubern wollte, beziehungsweise die ich mit Big Wallen zusammen im Duo-Queue praktisch hier Matchmaking gespielt habe, die waren einfach räudig. Die waren einfach so... Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Bisher man hat... Es scheint so, ohne etwas Negatives darstellen zu wollen, es scheint so, als wenn man mit Behinderten spielen würde. Also wirklich mit Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben. Wir haben gestern 2 Spiele aufnehmen wollen. 1 auf Cash und 1 auf Mirage, glaube ich. Und das auf Cash, das war
Es ist nicht zu glauben, ja? Man kann ja gar nicht seinen Rank halten, also wenn man jetzt so, wir gehen jetzt nur vom Solo-Queue aus, nur dass das klar ist. Klar, mit einem Team, ja, gar keine Frage. Ganz anderes Thema. Aber wenn man da jetzt halt Solo rankiert, so wie ich das mache, oder so wie Wally und ich das zusammen machen im Duel-Queue, und du hast da drei Leute am Start, die Situation, in denen die Leute spielen, wie, ich weiß auch nicht, als hätten sie nichts im Kopf. Da ist einer. Ich will ihn haben. Appartement. Kobe. Oh, easy, Kobe. Also wirklich brainless, so dass man, ne, es geht nicht. Das entzieht einem einfach diesen Spaß und dieses Wollen zu gewinnen. Wenn du siehst, es geht nicht. Ich habe letztens im Stream auf dem Low-Account gespielt und da haben wir auf Silver gespielt. Ihr wisst, also im Wingman, wie gesagt, ist bei mir Supreme Easy am Start, ja. Man merkt's ja auch. Dann spiele ich mit Only Silvermates, also wir haben halt 4-Game gemacht, alles cool ist, das war so genauso geplant. Aber wir haben voll verloren. Alle im Chat haben geschrieben, ja, jetzt mach doch mal was. Du musst doch jetzt reinhauen, du bist doch eigentlich, ne, Hardcore-Wurst. Ich habe auch ganz gute Frags gemacht, aber es geht nicht, man kann nicht alles alleine machen. Also wir haben dieses Silverspiel ultra verloren. Ich weiß nicht, wie stark, 16-5, 16-6 oder sowas. Es war einfach nicht möglich, dieses, hat er jetzt eine Waffe? Es war einfach nicht möglich, dass wir dieses Spiel gewinnen. Er ist so retarded. Pal Play, can you boost me? Pal Play! Und dann kommt er nicht hoch, was ein Vollidiot. Genau sowas, warum hat man... shit. Ja, ja, er geht halt vor, Dummkopf. Banana One. Ja, naja, also um das abzuschließen, die Wingman-Videos zum Beispiel sind eigentlich genauso wie Matchmaking-Videos. Nur eben, dass sie für mich leichter zu erstellen sind und wir keine Vollidioten am Start haben. Das ist so der riesige Vorteil bei Wingman. Und zumindest im Wingman bin ich noch in der Lage, auf was zu schwitzen, also auf dem Rank oder sowas. Aber im Matchmaking wirkt das immer sinnloser, also zumindest für mich. Und darum habe ich auch letztens wieder mit praktisch Low Ranks auf dem Main gespielt, weil es eigentlich, ist völlig wurscht. Also es ist halt nur der Matchmaking-Rank und kein ernst gemeintes Teil, außer man spielt mit dem Team. Dann kann ich es verstehen, wenn man dann da vielleicht versucht dann zu schwitzen. Warum sagt ihr nicht an, wo die sind, ihr Pisser? Nice, sehr schön. Ja. Viele haben mich gefragt, warum ich nicht einfach ein richtiges Team habe, um aufzunehmen, weil ich dann ja nicht mehr dieses Problem habe mit irgendwelchen Vollidioten und so weiter und so fort. Ich habe schon diverse Male versucht, aber ich bin zu keinen festen Zeiten dann und da online und nehme irgendwas auf, sondern immer zu unterschiedlichen, kompletten random Zeiten, oftmals früher morgen und so weiter, da ist einfach keiner mehr da. Es ist einfach unmöglich, zu meinen Zeiten mit am Start zu sein und ich kann mich nicht an die Zeiten der anderen halten. Ich muss dann, wenn ich jetzt schnell was brauche, beziehungsweise den Elan dafür habe, was machen, also was aufnehmen und das geht nicht. Also es wurde schon oft versucht und es ist einfach unmöglich. Wenn, dann bräuchte ich Leute, die einfach durchgehen, die immer da sind, immer. Die immer bereit sind, mit vollem Elan und Spaß was zu machen und das ist unmöglich. Alter, ist da einer auf Long schon durch? The fuck? Okay. Ich denke, dass er von B wahrscheinlich kommt, der Letzte. Ja, wir haben die Bombe halt nicht. Das heißt, er kann easy peasy auf B planten. Vielleicht kommt bei mir irgendwann wieder dieser richtige Spaß am Matchmaking. Aber, ja, solange der Wingman einfach so brutalen Spaß macht, da richtig auf was hinzuschwitzen, wo ich ja wirklich gegen gescheite Gegner spielen kann, ist das für mich, also in meinem Herzen, auf jeden Fall höher gelistet. Ich meine, ich spiele hier gegen, was haben wir hier? Guck mal, ich bin hier DMG, ich spiele hier gegen DMG-LEs oder sowas. Und es ist einfach lächerlich, wenn man dann auch noch verliert, gegen den Rank. Es ist für mich völlig in Ordnung, wenn ich gegen Globals verliere. Ja, da weiß ich wenigstens, okay, gut, die haben schon echt reingebollert. Aber hier, bump down, Banana. They're coming, Banana. Nice, safe. Hey, yellow, safe. Oh, yellow. Oh my god, you saved eight. Alleine mit was für Vollidioten ich mich hier wieder rumschlagen muss. Dieser Orange ist echt der Hammer. Der ist echt der Wahnsinn. Nice. Wisst ihr, ich will Leute, die, ich weiß auch nicht, kleine Kinder anfassen, nicht in meinem Team haben. Wenn er jetzt gestorben wäre, hätte ich die Schuld von ihm bekommen. Obwohl er der Retard ist, der einfach hingeht und guckt, wie so ein Spaß. Wahnsinn, Wahnsinn. Orange, du behindertes Kind. Hat der mir da auch gerade Kamisflasche oder nicht, wie es ist? Und wo wir schon mal dabei sind, hier so ein bisschen rumzuquäken und rumzunörgeln. Was mich am allermeisten bei CSGO stört, ist diese Versessenheit dann auf die Ranks wiederum in der Community. Und du kannst es den Leuten auch nie recht machen, ne? Wenn du ein gutes Spiel ablieferst, dann sagen sie ja, die Gegner waren echt schlecht. Wenn man einen hohen Rang hat, sagen sie ja gut, in dem Modus, in dem du den hohen Rang hast, da ist der Rang nicht wichtig. Wisst ihr, der Orangen stellt sich jetzt schon so an. Stell dich mal vor, wir würden verlieren. Das sind dann die Leute, deren Mütter Ultra anschaffen gehen, wenn du anfängst zu verlieren. Alter Verwalter, das kann man sich nicht vorstellen. Wie die dann reinchatten in den Voice-Chat, ne? Super. Ich denke, dass sie A belagern. Oh!
Ich habe keine Ahnung, wie der so nah an uns rankam. Er hat doch die ganze Zeit runtergescoped, oder nicht? I don't know. Naja, ein 10-5 geht. Vielleicht kann ich ja langsam, aber sicher wieder hoch auf LE. Oh, brummelt der eine. Shit. Oh Gott, hör auf zu brummen. Ach, das ist so einer, der nice sagt, nice, wenn irgendwas nicht läuft. Weißt du, er muss sofort so richtig, richtig hart zeigen, oh mein Gott, dass auch sein Vater anschaffen geht. Zur selben Zeit wie seine Mutter. Wahrscheinlich zusammen. Also so im Duo. Nice, nice, merkt euch das. Jeder, der so ist, nice, nice. Das sind die Leute, die Bescheid wissen, die vielleicht auch dann selbst abends ihr Röckchen anziehen und rausgehen. Kann gut sein. Jetzt passt mal auf, was aus ihm wird, wenn wir jetzt auf den Loose zusteuern. Also falls wir auf den Loose zusteuern. Gebt mal Obacht und hört ihm mal genau zu, diesem Orange-Vollidiot. Alles klar, wir sind also die letzten zwei. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Aha, gut. Wir rushen jetzt mal durch. What the fuck, habe ich jetzt an dem richtig gehört? So, so. Er schießt sogar den Mate dann. Er hat Yellow angeschossen, weil er nichts gekauft hat. Wisst ihr, wenn man mit solchen Missgeburten, ja, spielen muss, da kann doch niemand im Ernst sagen, dass der Ding irgendwas zählt, der Rank im Matchmaking. Es ist doch reines Glück, mit wem man zusammengewürfelt wird und mit wem nicht. Guckt es euch an. Er versucht zu knifen. Was ein Vogel, ey. Ich wiederhole hier nochmal. Mich zwingt niemand allein zu spielen, ja? Ich sage auch nicht, dass der Matchmaking-Rank grundsätzlich rigged ist. Ich sag nur, dass es für Leute, die viel Solo-Queue spielen, keinen Sinn macht, auf ihren Rank zu gucken. Aber darüber habe ich ja auch schon ausreichend oder ausgiebig Videos gemacht. Und. Ah, he's close, I'm did planting. Wo ist denn der Kerl? Wo ist City? Scheiße, ich bin so low. Ja. Der ist zurückgelaufen, okay. Dann schauen wir mal, was jetzt noch so geht. Scheinbar sind wir doch ein minimal kleines Stückchen am Gewinnen. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Ich denke, die haben jetzt wahrscheinlich eine Eco und einen Stack dadurch auch irgendwo. Das ist halt die Frage, wo, ne? Oh, der eine ist schon A-Shot durch? Warum sagt der nichts? Sag doch einfach was, du Vogel. Nein, ist er nicht. I'm going for plant. A-Shot. One on spot, cover me please. He's A. Guys. Was für eine verfickte Coverung war das, bitteschön? Hallo? Ist es ein Scherz? Ist es ein verfickter Scherz? Ob ihr wisst, wie ich die Leute cover? Library. Geht auch schon auf den Plant. Ist noch ein zweiter. Ja, er könnte auch von hinten kommen. Komm schon, bitte holen. Nice. Alleine schon wieder diese Aktion, dass sie mich nicht richtig decken. Ne? Das heißt ja, ich krieg die Bombenpunkte nicht. Danach die ganzen Kills nicht, die ich vielleicht gemacht hätte. Und krieg dann dementsprechend auch den Uprank später oder gar nicht oder wie auch immer. Und das hängt jetzt in diesem Moment, in dieser einen Sekunde oder in diesem Beispiel ausschließlich von den Mates ab. Ihr kennt es ja, wie ich die Leute decke, wenn jemand plantet. Also in so einem heißen Gefecht, ne, es ging um Zeit, schnell plant, schnell, 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 dass wir den Vorteil haben gegen diese noch Masse an Gegnern. Das waren ja noch drei, glaube ich, oder vier. Da geht man direkt zum Plantenden hin, ne? Nicht irgendwie, ich decke eine Ecke ab von dir, eine Ecke von weiter weg, sondern man geht ran, man hilft ihm. Vor allem guckt man erstmal close, wo die meiste Gefahr herkommen könnte. Also von dieser Kiste eben zum Beispiel, in dem Fall. Aber nein, da haben die Boys überhaupt keinen Bock drauf. Die stehen einfach für die Kills ready. Die wollen nur auf die Kills gehen. Und denen ist es gerade recht, wenn man dann verreckt als Bombenplanter. Damit sie die Kills und die Punkte haben. Und das machen sie auf die Gefahr hin, die Runde vielleicht zu verlieren. Das ist schon echt haarig. Das haben wir schon oft gehabt, dass dann jemand auch zum Beispiel nicht mitkommt bei einem Rush. Ne? Er geht lieber woanders lang und holt sie sich dann von hinten. Ja, ja, so von wegen, ich mach das noch, keine Sorge. Und dann steht man da auf dem Spot nur mit zwei Leuten oder so oder mit drei und wird dann zerpflückt und die Bombe bleibt dann da liegen. Und der andere holt dann zum Ende der Runde noch ein paar Kills und dann haben wir halt verloren. Ja gut, was soll's? Wie sieht es bei euch aus? Schwitzt ihr im Matchmaking so richtig mit einem Team auf den Rank? Oder spielt ihr auch eher Solo-Queue und regt euch diverse Male auf, was ihr für Kackvögel am Start habt? Und wie seht ihr mittlerweile die ganze Wingman-Geschichte? Jetzt speziell für euch selbst, also spielt ihr gerne Wingman? Habt ihr da einen Mate, mit dem ihr es spielt? Es ist ganz klar für mich, dass ich Wingman niemals im Solo-Queue spielen würde. Ich habe es nur ein einziges Mal gemacht und das hat mir vollkommen gereicht. Das war für einen Podcast damals, das weiß ich noch. Da wollte ich ein Gameplay haben. Planting, cover me please. Guck mal, gelb, wie er mich covert. Ah, okay, es geht. Er war mittelmäßig gut gestanden. Er ist 100 Pro einer bei der Church. Na, ah, geil, Mann. Geil. Oh Gott, was macht denn Blau? Was macht denn Blau auf A? Das ist so einer. Es macht so Spaß! Immerhin habe ich so ein schönes Video für euch. Auf jeden Fall ist das eine nette Sache. Das ist übrigens auch nochmal einer der Gründe, den habe ich vorhin gar nicht genannt, warum ich halt dann doch am liebsten Solo-Queue, vor allem wenn es mir dann nicht mehr um den Rank geht. Und zwar, weil ich so coole Mates am Start habe. Es ist für das Video schon eine nette Sache, wenn wir einfach irgendwelche Hundeficker am Start haben, die Schweine dumm sind und so. Oh mein Gott, bitte, da ist einer. One is on spot. Ist irgendwo einer ganz arg close. Oh Gott, ich... Ja, mich hat der... eben der Ding... Oh mein Gott, was passiert denn hier?
Shit. Ultra, das Inferno, Nades und Mollys und alles. Nice, der ist down. Boah. Besser ist bestimmt da hinten. Ja! Oh, gut, diese Stimmung, also diese Grundstimmung in den Mates ist vielleicht auch nochmal ein Grund, warum ich jetzt auch in meiner aktuellen Situation sagen würde, ein paar Upranks wären wirklich angebracht, weil ich auf LELM nicht so oft solche Fickfrösche im Team habe wie auf den unteren Regionen. Ich meine, jeder kennt die Low-Elo-Hölle. Die hat ja nicht umsonst diesen Namen. Alter, krass. Was geht mit denen ab? Die hauen die Nades des Todes raus. Oh, fuck. Da hat man dann trotzdem noch oft genug diese Vollidioten im Team, mit denen man lustige Videos machen kann, aber auch Material, also Spiele mit ohne Vollidioten, wo man wirklich richtig schön so reinschwitzt. Was macht denn Gelb eigentlich schon wieder da hinten? Ja, es ist halt auch so einer, der nicht auf den Sieg geht, sondern einfach auf seine Punkte. Er möchte sich hochboosten, will jetzt noch ein paar unnötige Kills machen und sich dann eben einfach ganz oben sehen. Anstatt mit dem Kollegen auf B zu gehen, die Bombe direkt zu planten und safe zu spielen, spielt er einfach so ein heikles Spiel, das ganz schnell mit 7 AP in die Hose gehen kann. So, ich habe ja schon einen Podcast über wertlose Kills gemacht, beziehungsweise über, ja doch, über den Wert von Kills. Es gibt tatsächlich Kills im Spiel, die so gut wie komplett wertlos sind. Und es gibt Leute, die immer diese Kills machen, die fast schon gezielt auf diese Kills gehen. Und sowas ist schon ärgerlich, weil sie dann auch meistens die sind, die ganz oben stehen, sich darauf was einbilden. Beziehungsweise man fährt den dicksten Loose der Welt ein und die sagen, also bei mir lief's. Nah. One low HP und B. Ah, oh, dieses Timing. Und wenn der Fatih nicht dabei ist, dann läuft's halt nicht. Was macht denn der auf A? Dieser Theos ist jemand, der sehr, sehr gerne weit absteht, um solche Kills zu klauen, die so gut wie nichts bringen, wenn das Team auf dem Spot komplett verreckt und er dann eh verliert. Wisst ihr, die CTs haben nicht wirklich einen finanziellen Schaden. Das ist jetzt die zweite oder dritte Runde in Folge, die sie gewinnen. Das heißt, die denken sich, pff, scheiß drauf, wir sind trotzdem reich. Wir haben noch nicht mal einen Plant bekommen. Wir haben kein extra Geld bekommen. Wir haben gar nichts. Und er hat halt einen Kill mehr. Wow. Sehr wertvoll. Für alle, die an der Stelle jetzt denken, was? Nee, alle Kills sind... Nee. Guckt euch mal meinen Podcast an. Da habe ich es wirklich ziemlich genau erklärt und auseinandergenommen. Der eine macht jetzt auch noch Team Attack schon wieder. Das ist der gleiche wie vorhin. Ja, lass den mal kicken. Die sind keine... Das heißt für uns natürlich jetzt easy win, easy Entspannung, easy experience, meine Freunde. Long 3. One down. Two down. Let's go A fast, guys. Ah, drei Pistol. Nein, mit. War klar, dass jetzt langsam einer von B kommt, wenn wir da so Druck machen und nicht drei krasse Kills machen mit der Deagle. Logisch. Es sind nur noch zwei, er könnte das jetzt echt machen. Und wenn der andere jetzt noch da wäre, Orange, dann würde er jetzt sowas schreien wie You need to push! Schade. Nice try. Direkte andere Atmosphäre, wunderschön. Church is down, nice. Nice. Session. Okay, nur noch drei. Einer ist ultra low, die anderen zwei haben noch einen. Oh, mit einer Negev. Nice. Oh Gott, wie knapp, Alter. Und schon wird das Spiel schön. Einfach wie aus Porzellan. Wie aus Kacke Watte wird. Schön. Nice. I can smoke. Plant fast, Blue. Behind one. Nein. Komm schon, plant. Mann, die verkackte Bombe hätte schon längst liegen müssen. Okay, alles cool. Haben wir im Griff. Der Blaue darf jetzt nicht da hinten. Nice game, GG. Trotz dieser ganzen Negativität hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich muss mich manchmal einfach so ein bisschen auslassen auch mal über die Situation. Keine Sorge, natürlich kommt Matchmaking und jetzt vielleicht auch wieder öfter. Far Cry ist jetzt ja abgeschlossen, also zumindest die Hauptstory. Das heißt, ich habe wieder mehr Zeit und kann ja mich auch wieder auf Matchmaking fokussieren. Und vielleicht hustle ich wieder den LE oder sogar den LEM rein. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.